Hallo zusammen, das ist das Plakat von Rivacold für die neuen Blocksysteme. Und jetzt geht's nur die Schweizer was an, und zwar die Schweizer Kühlfirmen. Die anderen können jetzt abschalten, die nicht eine Kühlfirma sind und nicht Schweizer. Und aus dem Grund mache ich das Video jetzt auf Schweizerdeutsch. Der Rivacold, wo wir ja seit 35 Jahren zusammenarbeiten. Momentan stehen 4 Lastwagen wahr bei der Rivacold, wo in Bestellung sind, wo nicht kommen. Ich begreife die Sorge, ich war unten vor 2 Wochen in Italien und sie kommen einfach die Warnung über. Ventilatoren, Kompressoren, Steuerelektronik, Katastrophen, Steuerungen. Wir kommen jetzt momentan hier keine Fernbedienungen mehr über für die Kühlaggregate. Und wir machen keine Preisliste mehr. Das hier, 300 Seiten Preisliste von der Rivacold. 300 Seiten Preisliste. Und wir machen die nicht mehr in Schweizer Franken. Wir machen es uns jetzt einfach, weil die Preisliste ist jetzt schon wieder neu gekommen. Und wir nehmen jetzt die Preisliste, die verlinke ich euch logischerweise unten innen. Nehmen wir den Eurobetrag, den Netto-Eurobetrag aus Italien ab Werk, entspricht Schweizer Franken inklusive Mehrwertsteuer. Abschlag. Über genaue Konditionen, weil wir haben grössere Kunden, die nehmen noch etwas mehr ab. Fragen an, fragen die Lieferfrist an, fragen die Kapazität an. Wir haben momentan auch nicht mehr alle, wir haben theoretisch immer von der Neuaggregaten alle am Lager. Nur, das ist auch nicht mehr so. Also geschwind vorbeifahren und sagen, ich sollte noch so ein Aggregat haben, geht auch nicht mehr. Auch die Preisliste mit den Verdampfern, wo wir nur kleine Verdampfer da haben, sind auch unten dran verlinkt. Das ist die Situation momentan mit Rivacold. Wir fahren selber runter, weil wir haben das Problem mit den Lastwagen, also europäischen Verkehr, dass die Lastwagen nicht mehr kommen, dass man keine Fahrer mehr findet. Die sind jetzt alle in der Ukraine, weil das sind polnische Unternehmen, litauische Unternehmen, die da fahren, die einfach die Fahrer heim sind. Oder in Krieg sind, auf Deutsch gesagt. Das ist die Situation, die neue Preisliste unten rein. Schweizer Franken ist Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ja, Fragen da, schauen die Sache an, Fragen da, wann haben wir am Lager, wann ist lieferbar. Und ich wünsche euch so damit einen schönen Tag.